Dort ist Thomas Trotzdatter, der neue SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Sehr interessante Rede vom Kollegen Amon gehört. Und interessant war nicht nur die Rede und der Inhalt der Rede, sondern auch, dass diese Applausordnung, die es im Haus ja gibt, der stille Übereinkunft, diesmal nicht so richtig funktioniert hat, weil ich ja am Anfang deiner Rede, lieber Werner Amon, den Eindruck hatte, dass du mein Redemanuskript hattest. Und du hast dann dazwischen einmal davon gesprochen, dass du nicht wackeln sollst und dass man nicht wackeln soll. Ein bisschen hast du gewackelt, aber in der Sache selbst hast du natürlich vollkommen recht gehabt mit deiner Analyse und auch mit deiner Analyse, was die Vorgangsweise und was das Vertrauen betrifft. Und ich muss sagen, das steht in einem ziemlichen Gegensatz sozusagen im Inhalt und in der Überlegung und im Duktus zu dem, was der Herr Innenminister da heute wieder gezeigt hat. Weil ehrlich gesagt, wenn Sie da erzählen von Schein und Sein und von oppositionellen Methoden, dann muss ich sagen, was der Werner Amon da gesagt hat, der ist bekanntlich kein Oppositionspolitiker. Und wenn Sie irgendwie den Pressespiegel der letzten Tage, und ich muss sagen, Kompliment, Sie haben es immerhin in die Deutsche Tagesschau geschafft, sich anschauen, dann sagt die Süddeutsche Zeitung... das ist jetzt klar. Aber Kollege Rosenkranz, ein Oppositionsmedium ist es auch wieder nicht. Halten Sie aus, wenn ich es kurz vorlese. Die Nachrichten aus Österreich zeigen wieder einmal, dass die Regierungspartei FPÖ am Abbau der liberalen, pluralistischen Demokratie arbeitet. Die Welt steht Ihnen vielleicht ideologisch näher. Vielleicht geht es mit der Welt leichter. Die Welt schreibt... Zwar halten Kenner der Parteienlandschaft Innenminister Kickl für den heimlichen Kommunikationsstrategen der FPÖ, I wonder why, ja sogar das eigentliche Mastermind der Partei. Doch in der Causa Pölzl heißt es ausdrücklich, es handelt sich um eine Weisung, handelt sich weder um eine Weisung noch um ein Schreiben, das im Auftrag oder auch nur im Wissen des Innenministers Erfolg ist. Seltsam, muss ich sagen. An sich seltsam. Weil... Ehrlich gesagt, man muss sich das schon einmal vergegenwärtigen, was in dieser sogenannten Handlungsanweisung drinnen steht. Und was heißt denn Handlungsanweisung? Was der Begriff Weisung, wenn ich es nicht ganz missverstehe, impliziert. Und es heißt da drinnen relativ weinerlich, ich zitiere, leider wird seit eh und je seitens gewisser Medien, und dann kommt die Beispielsliste der schlechten und der bösen Medien, der Standard, der Falter, aber neuerdings auch seitens des Kurier, eine sehr einseitige und negative Berichterstattung über das BMI und die Polizei betrieben. Dann kommt der Satz, den wir alle kennen und der zu einer traurigen Berühmtheit gelangt ist. Ansonsten erlaube ich mir im besten Beamtendeutsch, wie ich hinzufüge, vorzuschlagen, die Kommunikation mit diesen Medien auf das nötigste Maß zu beschränken und nicht noch Zuckerl wie beispielsweise Exklusivbegleitungen zu ermöglichen. Ich habe ausgelassen, rechtlich vorgesehene Maß. Vollkommen richtig. Ja. Aber das ändert nichts. Das ändert nichts. An der grundsätzlichen Zielrichtung dieser Handlungsanweisung. Aber es steht ja auch drinnen, und jetzt lasse ich sicher nichts aus. Es steht drinnen, wie man mit den Braven umgeht und was die Braven zu erwarten haben. Bei den Braven ist es ganz einfach. Die Braven, da wird, ich zitiere, jede Folge wird abgenommen und geht erst nach positiver Abnahme auf Sendung. Das ist ehrlich gesagt eine ordentliche Pressepolitik und eine ordentliche Medienpolitik nach Ihren Vorstellungen. Ist das so? Es handelt sich dabei um imagefördernde Öffentlichkeitsarbeit, bei der die Themen im Studio von uns bestimmt werden können. Das ist Ihr Verständnis und kein anderes. Und Sie haben es schwarz auf weiß zu Papier gebracht. Aber ich möchte vielleicht ein bisschen abseits dessen zum Grundsätzlichen kommen. Ich meine, Sie haben, und darauf sind Sie ja mächtig stolz, und das betonen Sie bei jeder Gelegenheit, bei Ihrer Angelobung einen Eid auf die Republik geleistet. Und ich erinnere daran, dass es einige grundlegende Rechte gibt, die ein Fundament dieser Republik sind. Dazu gehört die Vereins- und Versammlungsfreiheit und... ganz besonders wichtig für eine Demokratie, in der konkurrierende Meinungen
um die Zustimmung werben, die Pressefreiheit. Für den Großteil unserer Abgeordneten ist das nichts Neues. Im Gegenteil, die meisten, die hier im Hohen Haus sind und hier arbeiten, für sie und für uns ist sind diese Freiheiten stets präsent. Für Sie, sehr geehrter Innenminister, scheint das nicht so zu sein. Und klar ist für uns alle, so wie wir hier sitzen und wie wir ein Grundverständnis haben, dass nicht auf den Embedded Journalism, wo die Braven das Zuckerbrot bekommen und die anderen die Peitschen bekommen, klar ist für uns alle, dass jede Einschränkung der Pressefreiheit ein Angriff auf unsere demokratische Republik ist. Und Sie werden mit unserer strikten Gegnerschaft bei diesem Angriff auf die demokratische Republik rechnen können. So wie bisher. Sie haben, lieber Herr Innenminister, eines der höchsten und wichtigsten Ämter dieser Republik übernommen. Und Sie haben 24 Stunden gebraucht, sich von dem, was Sie nicht gewusst haben wollen, zu distanzieren. Sie haben aber nicht nur 24 Stunden gebraucht, Sie haben auch einen Einwand der Staats- und der Regierungsspitze gebraucht. Und ich frage mich wirklich, wes Geistes Kind diese Menschen sind, die solche Dinge zu Papier bringen, solche Sachen zu überlegen und ein Medienverständnis haben, das dem entspricht, das hier artikuliert wird in den sogenannten Handlungsanweisungen, von denen Sie behaupten, sie wären keine Weisungen. Jede Einschränkung der Pressefreiheit sei ein Angriff auf die Demokratie, so Thomas Trotzter von der SPÖ. Der Innenminister habe sich zu spät distanziert.